Okay, es ist schon richtig, dass ich diese Reihe vor allem mit dem Ziel verfolge, in Vergessenheit geratene Goldnuggets hervorzuholen, sie auch mal abzustauben und somit dir vielleicht die Möglichkeit zu geben, etwas vollkommen Neues zu entdecken. Das gilt eindeutig nicht für das Album, das ich mir jetzt ausgesucht habe, denn das ist schon bekannt genug. Aber ich dachte, ich sollte bestimmte Werke nicht deshalb ignorieren, weil sie außerordentlich berühmt sind. Das wäre sonst eine etwas seltsame Diskriminierung. Die Rede ist von Aqualung von Jethro Tull. Ich habe das Album schon länger nicht gehört und zum Zwecke dieses Beitrags habe ich es mir in aller Ruhe zu Gemüte geführt. Nur um festzustellen, wie großartig kohärent, interessant und vor allem akustisch rund diese Platte ist. Es ist eine Scheibe, die man ohne Probleme in einem Stück hört. Und die berühmten Filler, die finden sich hier auch nicht. Kommen wir also zur Sache. Das erste Stück ist natürlich das Titellied Aqualung. Was soll man zu einer Nummer sagen, zu der schon bereits alles gesagt wurde? Auf jeden Fall gehört dieser Riff zu jenen, die, glaube ich, in Gitarrenläden sehr verpönt sind, zusammen mit Smoke on the Water und Born to be Wild und Stairway to Heaven und Iron Man von Black Sabbath oder einer dieser Krawallriffs von AC/DC, deren Songtitel ich mir nie gemerkt habe, weil sie irgendwie alle gleich klingen. Dabei ist der Aqualung-Riff irgendwie auch besonders, da er kein so typisches rockiges Pentatonik-Merkmal hat. Es ist etwas leicht Schräges in der Tonfolge, etwas Diatonisches und das macht es so interessant. Dies mochte auf jeden Fall der erste Rocksong gewesen sein, der sich mit Obdachlosigkeit beschäftigt, doch auf eine Art und Weise, die sehr ikonografisch ist, um noch ein weiteres schweres Fremdwort hinzuwerfen. Ach ja, und dann ist da noch die Episode mit Jimmy Page. Der soll während des berühmten Gitarrensolos von Martin Barr im Studio nebenan gewesen sein und kam deshalb herüber, um zuzuschauen. Martin Lancelot Barr war damals noch kein so arg bekannter Musiker und Jimmy Page war zu diesem Zeitpunkt der bekannteste lebende Gitarrist. Wie viel irritierender kann eine Situation eigentlich sein? Ein Running Gag bei Jethro Tull ist, dass man bei dem Solo angeblich Jimmy Pages Blick hören kann. Für mich ist Cross-Eyed Mary der beste Track auf der Platte. Und das ist eine schwierige Festlegung, denn wenn es um gute Nummern geht, ist diese LP außerordentlich opulent. Apropos gute Nummer. Thematisch ist dies einer der provokantesten Texte der Rockgeschichte. Die schielende Mary, wie das Lied auf Deutsch heißt, ist eine Schulhof-Prostituierte, die sich allerdings nicht damit abfinden kann, das Taschengeld ihrer Mitschüler für ein paar Handjobs zu verdienen und deshalb lieber die Gesellschaft ergrauter Herren bevorzieht. Ich denke mir das nicht aus. Das ist wirklich so. Natürlich ist all das in Anspielungen, Innuendos und Ähnliches verpackt. Im Lied ist auch eine interessante Anspielung auf den Landstreicher Aqualung, der Mary ab und zu durch das Parkgitter beobachtet, während sie mit ihren Kunden im Gebüsch verschwindet. Anderson stilisiert sie schließlich zu einer Art Ikone der Unterschicht. Mach das mal in einem Text nach, alter Schwede. Musikalisch ist das eine großartige Nummer, atmosphärisch, mit hartem Gitarrensound und einem unvergesslichen Gesang. Es ist sicherlich einer meiner Lieblingssongs von Jethro Tull. Cheap Day Return ist sehr kurz, gerade mal eine Minute 20 lang, mehr eine akustische Ballade, die am Ende mit einigen weiteren Instrumenten aus der Band angereichert wurde. Da zeichnet sich ein Produktionsstil ab, der Anderson durch die Jahre sehr zu behagen schien, der oft aber kritisiert wurde, da hier die Rolle der Bandmitglieder kleiner gemacht wird. Aber so ist das halt. Man kann im Grunde sagen, Jethro Tull ist Ian Anderson und jene Musiker, die Ian zum gegebenen Zeitpunkt in seiner Nähe trägt. Was kannst du machen? Als Song ist das hier eine tolle kleine Nummer, an der man sofort erkennt, welch ein großartiger und in der Regel konkurrenzloser Lyriker Ian Anderson ist. Anderson, nun bereits im Begriff, eine Berühmtheit zu werden, besucht seinen Vater in einem Krankenhaus. Es ist nur ein kurzer Vers, ein Absatz, eine Reflexion, die aber extrem gelungen ist. Mother Goose ist eine klasse Folky-Nummer. Das ist ein Stil, den Anderson noch auf vielen anderen Alben prägen wird. Der Text ist etwas surreal, beinahe wie durch die Augen eines Jungen, der in eine neue Stadt, neue Schule kommt.
vielleicht dieselbe Schule, in die auch die schielende Mary geht. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das ein Song über Anderson selbst ist, seine Erfahrung als junger, komplett abgebrannter Mann, der aus Blackpool in Nordengland nach London kommt, auf dem Höhepunkt der Swinging 60s. Und Mother Goose reflektiert diesen Blick des jungen Mannes, der in eine Großstadt eintrifft, die gerade im Begriff ist zu explodieren. Nicht wörtlich, aber achte mal auf Zeilen wie: Ich ging runter zum Badeteich und dachte, ich genieße etwas Sonne. Da sah ich 100 Schulmädchen gemeinsam in ihre Taschentücher heulen. Eine seltsame Zeile, bis man sich erinnert, was für ein ungeheuerliches Phänomen in den 60ern Beatlemania war und dass bei dem geringsten Verdacht auf Anwesenheit in einem Hotel oder einem TV-Studio sich draußen immer sofort hunderte dieser kreischenden Gören versammelt haben. Wandering Loud ist wirklich eine tolle, einfallsreiche Ballade. Ein Liebeslied, doch unaufgeregt und ohne Euphorie. Es ist mehr eine Anerkennung vergangener Jahre und das Wundern, wie die Zukunft aussehen wird. Vielleicht die ehrliche Frage, wird sie mich noch weitere Jahre ertragen, obwohl ich so ein anstrengender Typ bin? Eine wichtige Frage, an der kaum ein guter Lyriker vorbeikommt. Up to Me hat etwas Neckisches und Schrulliges. Eine sehr unruhige, aber extrem originelle Nummer. Inhaltlich ist das ein nur schwer zu entschlüsselter Song, der voller Metaphern und Anspielungen ist. Man spürt da zwischen den Zeilen die Themen des Heranwachsens und Erwachsenwerdens, aber auch die Dissonanzen zwischen Arm und Reich, unbekannt und berühmt. Und die E-Gitarre von Martin Barr klingt vollkommen daneben, aber großartig. Unbedingt diesen Track mal raussuchen und anhören. Über eine gute Soundanlage, versteht sich. Oder mit Kopfhörern. Und damit schließt die A-Seite. Die B-Seite besitzt die Überschrift My God, doch was folgt, ist eindeutig keine religiöse oder spirituelle Musik, sondern mehr etwas, das wir heute als einen Rant bezeichnen. Es ist zum überwiegenden Teil Andersons Abrechnung mit organisierten Religionen und religiösem Kleinbürgertum. Hier geht es auch um das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der Tatsache, dass eine etablierte Religion auch immer mit ökonomischen Realitäten umgehen muss. So als würde man sich fragen, wie viel wert ist denn Jesus eigentlich? Was ist sein aktuelles Ranking? Hier also, im Gegensatz zur A-Seite, ist wenig Rätselhaftes vorzufinden. Man könnte fast sagen, die A-Seite von Aqualung behandelt, wie Menschen leben, und die B-Seite behandelt, woran sie glauben. Es ist legitim, die B-Seite als fokussierte Kirchenkritik aufzufassen. Ob damit mehr die Church of England gemeint ist, die bekanntermaßen nur deshalb entstanden ist, weil ein neurotischer König unbedingt von seiner Frau geschieden werden sollte, oder der Katholizismus, das ist schwer zu sagen. Es spielt aber auch keine Rolle. Das zweite Lied hier ist Hymn 43. Hier wird mit einer starken Verbitterung festgehalten, dass das größte Problem, welches Jesus hat, darin besteht, dass jeder so bemüht ist, seinen Namen heraufzubeschwören und ständig zu erklären, was er denn alles gemeint haben soll. Nachvollziehbare Kritik am Christentum, der man sich nur anschließen kann. Slipstream ist eine dieser sehr kurzen Nummern, die zwischen zwei größere Stücke eingepasst sind. Der Text ist etwas ominös, doch komme ich nicht umhin zu spekulieren, ob das nicht ein Song ist, der die Beerdigung von Ians Vater umschreibt. Ich weiß nicht, ob er in dieser Zeit gestorben ist, also 1970 oder 71. Es ist also nur eine Spekulation. Aber der Text hat dieses Gefühl. Locomotive Breath ist sicherlich die berühmteste Nummer auf dieser Platte. Und so möchte ich dazu gar nicht so viel sagen, weil schon so viel darüber gesagt worden ist. Es ist ein Song über das Leben eines Menschen, eher eines einzelnen Mannes, und den anschließenden Tod. Dieser Vorgang wird als ein Zug hinter einer Lokomotive porträtiert, unaufhaltsam in die Finsternis jagend. Und wir wissen, dass all diese Züge auf die gleiche Art und Weise enden. Am Ende wartet kein Bahnhof, nur eine Wand, gegen die wir alle zerschellen. Wir nennen es den Tod. Das Album schließt mit Wind Up, einem bitteren Song, der die Rolle der Religion im Schulwesen kritisiert. Etwas, das sogar an mir nicht vorübergegangen ist. Und ich bin eine gänzlich andere Generation. Aber ich bin in den 80ern als Junge einige Jahre in Oberbayern aufgewachsen und das Gehabe der Pfarrer und Religionslehrer dort war damals noch sehr, sehr aberwitzig. Sicherlich beim Weiten nicht so repressiv, wie es 15 Jahre zuvor gewesen sei, zum Beispiel in England, beim Weiten nicht. Aber auch damals waren die Katechisten sofort zur Stelle, um auch die Jüngsten für die Kirche abzuholen. Der Grund, weshalb heute weder der Religionsunterricht noch die Kirche als eine Bedrohung empfunden werden,
hat sicherlich damit zu tun, dass die Gesellschaft dem Problem kollektiv die Zähne gezogen hat. Das heißt aber nicht, dass sich das nicht wieder ändern könnte. Priester lieben es, eine Mitsprache bei all den Dingen zu haben, mit denen sie keine eigene Erlebniswelt verbindet. Musikalisch ist das Großartige an diesem Album, dass es das Format von Bluesrock endgültig sprengt und einen eigenen, authentischen Pfad begeht. Das hier ist ein Album mit einer eigenen Handschrift. Nach dem, was man so musikhistorisch lesen kann, war das hier auch kein Album, das leicht entstanden ist. Die zentralen Tracks auf der Platte wurden offensichtlich mehrere Dutzende Mal aufgenommen und wieder eingestampft. Es ist auch eindeutig ein Album, das einen ganz eigenen, unverkennbaren Sound hat. Die Temperierung der Gitarren, Ian Andersons Stimme, sie alle fügen sich zu einem Resultat mit unglaublich viel Handschrift zusammen. Aqualung kann heute, kunsthistorisch betrachtet, als ein Eckpfeiler der Rockgeschichte gesehen werden. Es ist auch das erste Album, das John Evan am Klavier als festes Bandmitglied hat. Doch am erstaunlichsten ist der Auftritt von Jeffrey Hammond als Bassist. Auf den ersten drei Alben spielt der Glenn Cornick Bass, ein extrem solider, erfahrener Musiker, dessen viel man auf Stücken wie Dharma for One bewundern kann. Jeffrey Hammond war eine Art obskurer Freund der Band, der bis zu seinem musikalischen Einstieg bei Jethro Tull insgesamt in drei Stücken verewigt wurde. A Song for Jeffrey auf der Debüt-LP This Was, Jeffrey Goes to Leicester Square auf Stand Up und For Michael Collins, Jeffrey and Me auf dem dritten Album Benefit. Jeffrey Hammond war auch kein richtiger Bassist und es erschien mir immer ein wenig rätselhaft, weshalb Anderson die Entscheidung getroffen hatte, Jeffrey Hammond in die Band zu holen. Zumal das hier eine Band war, die sich eindeutig massiv in Richtung von komplexer und progressiver Musik entwickelte. Jeffrey Hammond wurde in dieser Zeit von einem Hobbymusiker zu einem durchaus ordentlichen Bassspieler, aber er musste am Anfang Ton für Ton Sachen lernen, die er sich vermutlich selbst nicht zugemutet hätte. Aber er blieb 5 Alben lang bis Minstrel in the Gallery. Es ist dennoch eine faszinierende, leicht rätselhafte Personalentscheidung. Ian Anderson hat oft betont, Aqualung sei kein Konzeptalbum. Das ist nur schwer nachvollziehbar, aber zu diesem Thema wurde schon so viel gesagt, dass ich es hier an dieser Stelle einfach übergehe. Doch vielleicht noch einige Worte zum Cover. Es besteht aus einem Gemälde von Burton Silverman, der es in Bezug auf das Titellied angefertigt hatte. Es gab viel Gerede darum, ob der Landstreicher Anderson darstellen soll. Anderson selbst fand die Idee, dass Aqualung sein Gesicht hat, nicht so gut. Doch was sonst soll es sein? Es ist schließlich ein über Jahrzehnte laufender Prozess gewesen, dass Anderson fast auf jedem Tullcover alleine scheint und jedes Mal eine ganz andere Persönlichkeit darstellt. Der Landwirt auf Heavy Horses, der Camper in Songs from the Wood, der Rocker Ray Lomas in Too Old to Rock'n'Roll, der Polarforscher in Stormwatch, der Wissenschaftler in A, der fantasievolle Minstrel mit Schwert in Broadsword. Zu denken, dass Aqualung das Gesicht von Anderson hat, es scheint mir somit relativ konsistent und es ist sicherlich nichts, womit ich ein Problem habe. Das Original erschien in einem Gatefold-Sleeve und in der Mitte befindet sich ebenfalls ein Gemälde, das diesmal die ganze Band zeigt, in einem ausgelassenen, fast barocken Stil. So stelle ich mir vor, haben die Geburtstagsfeiern von Oliver Reed ausgesehen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber Assoziationen sind nicht immer leicht erklärbar. Aqualung ist möglicherweise das berühmteste Album von Jethro Tull, aber es ist nicht mein Lieblingsalbum. Ich ziehe da eher Stormwatch oder Under Wraps vor. Dazu kommen wir auch noch. Es gibt manchmal auch die Tendenz, Aqualung zu überbewerten. Und doch, es ist ein grandioser Wurf, der seinesgleichen sucht. Außerdem ist es in meinem Geburtsjahr erschienen. Darum gebe ich hier guten Gewissens 5 Sterne. Das war Jethro Tull, Aqualung aus dem Jahr 1971. Bis zum nächsten Mal.